Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Die Red Skull Bashers befinden sich in zwei Kriegen. Einmal haben wir hier mit der 8. Flotte einen Ausfall vor, der hoffentlich diesen Krieg hier unten beendet. Ne? Wir brauchen 73%, glaube ich. Schauen Sie einfach nochmal nach. Tap, 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 tap. Oh, 71% reichen uns. Kriegsdauer, das wandelt sich zum Positiven. Sehr gut. Also, 71, 72%. Ich weiß nicht, ob wir auf 0 oder wahrscheinlich müssen wir auf 1 kommen. Schaffen wir. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Dann bin ich von überzeugt. Und zum anderen haben wir natürlich hier oben einen Krieg gegen die Uan Voss zusammen mit dem Zinnenreich und die Sek Locker. Ja, hier die Sek Locker machen noch mit, die Chinor machen mit. Und da haben wir aber gerade die wunderbare Gelegenheit, dass sich die hier trennen müssen, weil die unterschiedliche Transportmöglichkeiten haben. Ne? Die hier fliegen halt Hyperraum. Und die werden wir deswegen direkt mal abfangen hier. Diese Flotte hier ist da. Achso, das ist auch eine Transportflotte. Mann, wo ist denn hier die Flotte? Da ist die Flotte. Wir fliegen gerade nach Onab ein und wir werden uns hier in Marad stationieren und die dann entweder in YouTube oder halt direkt in Marad abfangen. Da müssen wir mal gucken. Während nämlich die anderen beiden Flotten, die können hier warpen. Und warpen gerade in Richtung Eriga. Wir haben ja schon unsere ganzen Flotten evakuiert. So ein bisschen ne, aus Crackfang rausgezogen, weil die da jetzt hinfliegen. Versammeln die unten in Grekel. Und werden dann hier einen wunderbaren... Wo fliegt denn hier hin? Achso, die legen sich mit der First Fleet zusammen hier. Und ihr macht gar nichts. Okay, das finde ich in Ordnung. So. So sieht es auf jeden Fall aus. Das ist unser Status. Die hauen ab. Wo wollten ihr hin? Korvetten fliegen hier nach Eskork. Warum? Was habt ihr vor? Die trennen sich hier einfach ab, ne? 3000 Punkte. Und ich habe keinen Plan, wieso. Das ist mir gerade ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber gut, dadurch sind die jetzt hier komplett alleine eigentlich. Hier bleibt eine Transportflotte übrig, die denen folgt. Die Chino fangen wir unterwegs ab. Keine Ahnung, was da gerade abgeht. Hier haben wir noch eine Mini-Flotte irgendwie. Das ist gerade ein bisschen strange. Ich weiß nicht, was der Plan der Leute hier ist. Wo guckt denn unsere Transportflotte rum? Hier am anderen Ende zum Glück. Okay. Das ist unser Kreuzer. Da sind die. 339. Hier haben wir auch nochmal. Ja, es sind zwei Kreuzer. Ich überlege gerade, ob ich die einfach hier lasse. Die fliegen nämlich nach Hisa. Wie schnell seid ihr da oben? Ich weiß es nicht. Fliegen immer noch nach Onab ein. Ja, da hat sich da die eine Flotte einfach abgespalten und ist nach Eskok geflogen. Das verstehe ich immer noch nicht. Okay, dann lassen wir uns überraschen, was dabei rauskommt. Hostile Fleet detected. Ja, was haben wir? Achso, das sind die hier drüben, ne? Transportflotte, ja gut. Ich komme jetzt hier natürlich mit unheimlich vielen Transportflotten an. Ich überlege, ob ich die hier abfangen soll. So, da sind sie. Die Second Fleet. Die ist winzig. Station under attack. Ups, da haben wir es direkt. Und ein Wissenschaftler ist gestorben.
So, wir wurden jetzt hier wieder rausgezogen, vom Sprung abgehalten, oder? Nee, wir wurden nicht vom Sprung abgehalten. Aber wir sollten unsere Transportflotte vielleicht einfach von hier verschwinden lassen. Was hatten die Flotte vor als nächstes? Ach, die fliegen nach Marat. Okay, Transportflotte, Cancel. So, was habt ihr vor? Nach YouTube. YouTube. Nach YouTube fliegen wir. Alles klar. So, dann springen wir hier mal schnell weg, bevor die von hinten auf uns drauf springen können. Und Wissenschaftler, was brauchen wir denn? Nein, und das war unser Profi-Wissenschaftler, den wir irgendwann mal vor Urzeiten entführt hatten, vor 3 Millionen Folgen. Fürs Soziale brauchen wir also neuen Wissenschaftler. Okay, rekrutieren wir uns. Was haben wir denn hier eigentlich auf unseren Forschungsschiffen noch für Leute? Hier haben wir zum Beispiel gar keinen, weil wir den im Moment auch nicht brauchen. Entdeckungschance Anomalien. Forschungsgeschwindigkeit plus 5. Okay, das ist nicht schlecht. Für alles halt einfach. Industrie, ja, dann nehme ich hier den KI-Assistenten, den Typ mit dem KI-Assistenten. Dann mache ich das so. Weise den am besten hier oben noch zu. Und 5 Monate dauert das Koloniekrankenhaus noch, alles klar. So, dann schauen wir mal, wie das hier funktioniert mit unserem kleinen Überfall. Hostile fleet detected. Okay, das ist eine Transportflotte, eine kleine billige. So, wir sollten jetzt hier wegspringen auf jeden Fall. Ja, okay, das ist geglückt, bevor die hinten auf uns draufspringen konnten. So, die kümmern sich echt gar nicht um unsere Transportflotte. Das finde ich mega gut. Da können wir direkt mal versuchen, die mit dem Kreuzer hier anzugreifen, oder? Ja, nein, weiß nicht. So, unsere Flotte. Nee. Von wo? Doch, doch. Hä? Nee, wo ist denn unsere Flotte? Die müsste doch hier sein. Wir kommen aus Marat, ja, genau. Und müssen jetzt hier direkt neben den ankommen. Okay, das Konstruktionsschiff hier verpisst sich, weil wir fangen die ab, bevor die wegspringen können. Oh, da haben wir irgendwo noch eine Flotte und ich habe es schnell weggeklickt. Wo springt ihr hin? Nach YouTube? Ja, die versuchen hinten auf uns drauf zu springen. Ist egal. Das sind so wenige. Außerdem springen wir auch bald hinten auf die drauf. Alter, was, wie kommt denn die 4. Flotte nach Eriga, bitte? Wie zum Kuckuck seid ihr da hingekommen? Ihr wart hier unten in Regor oder so. Ich dreh durch mit den Typen. Können die nicht einfach ihrem Flugpfad hier folgen, bitte? Ich habe den ja nicht umsonst per Hand gesetzt. Das ist scheiße. Okay, hier ist nur eine Transportflotte zum Glück. Der Rest ist schon weitergesprungen. Ja, dann könnt ihr jetzt auch direkt hier nach YouTube springen. In Nasen, ey, echt. So, dann schauen wir mal, wie das hier abgeht mit der Vernichtung. Hoffentlich gut. Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Oh, ordentliche Dezimierung Station hier. under attack. Situation log updated. So, wir haben immer noch keine Schiffe verloren in diesem Konflikt. Unsere Schilde halten. So, die kommen jetzt hier von hinten drauf gesprungen. Transportflotte, okay, Transportflotte ist scheißegal. Und irgendwie die Zack Locker haben ihre 3000er Flotte einfach weggezogen, ne? Das heißt, die sind jetzt alleine hier mit ihren 11.000 Punkten. Sind dann noch eine Weile mit dem Bombardieren beschäftigt. Wir werden unsere Flotte auf jeden Fall. Reparieren hier in YouTube. Also sobald wir dieses Gefecht hier erledigt haben. Die kommen hier gleich auf uns draufgesprungen.
Kann man schon mal vorsichtig in die Richtung fliegen. Und dann Postal ganz genau nehmen wir die direkt in Empfang. Wir haben natürlich gar keine Chance, ne? Wir haben auch einen richtig geilen General. Feuerrate um 25% erhöht. So, was haben wir hier? Wir sind da angekommen, wo wir hin sollten. Transportflotte, Alter, was macht ihr da? Keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, warum die da so offensiv mit reingehen. Wir haben hier immer noch keine Schiffe verloren, das finde ich sehr gut. So, First Fleet. Ihr habt alles erledigt erstmal. Einfach nur... Alter, was ist mit euch los? Was ist mit euch los? Habe ich hier irgendwie einen Sammelpunkt gesetzt in Crackfang? Nein, habe ich nicht. Würdet ihr euch bitte hier drüben in YouTube reparieren? Geht das? Bekommt ihr das hin? Ich weiß nicht, was sie dagegen haben, sich hier zu reparieren. Wir werden es rausfinden. So, was haben wir denn hier noch? Eine Mini-Flotte, Transportflotte, Transportflotte. Wir haben hier auch noch eine Transportflotte. Ich kann nach YouTube aufschließen. Dann werden wir uns kurz reparieren. Eigentlich geht's denn gut, ne? Ich will halt nur nicht hier die Kreuzer verlieren irgendwie. Ne, weil da sind einige inzwischen echt angeschlagen. So, dann kümmern wir uns mal hier drüben. Ja, die versuchen uns jetzt natürlich hier irgendwie Transportflotten wegzuballern. Was hier passiert? Der Raumhafen Crackfang wurde gerade zerstört. Wir können also keine Zerstörer mehr nachbauen. Ich spare inzwischen gerade übrigens Mineralien. So, und jetzt werden wir den nämlich hier den Planeten blockieren. Situation Log updated. Klar, Bemo. So, und das sollte eigentlich. Ihr könnt hier in den Orbit einfliegen. Wo wollt ihr denn hin? So, wir haben einen Zerstörer und eine Korvette dabei verloren. Nicht weiter schlimm. Und das müsste eigentlich dafür sorgen, dass wir den Krieg hier jetzt entschieden haben und denen ein Friedensangebot machen können. Wo ist das hier? Ein Marat. Ach scheiße, die sind auf unsere Transportflotte draufgesprungen, ne? Sollten die sich nicht eigentlich schon längst nach YouTube... Ah, okay, alles klar. Alles klar. So, das heißt, wir werden unsere Jungs hier zurückziehen müssen. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Die erste Flotte repariert sich. Sehr schön. Die vierte Flotte, wo ist denn die? Ah, die haben sich gleich mit denen zusammengeschlossen. Okidoki. So, Flotte reparieren. Rivalität beendet. Okay. Du und Voss sind so langsam auf Frieden aus. So, die müssen wir auf jeden Fall zurückziehen. Wir können es nicht gewinnen, weil wir halt keine Transportflotte, weil wir halt keine Bewaffnung haben an unseren Schiffen. Ist halt leider einfach so. So, wir haben Crackfang besetzt, ganz genau. So, hier gibt es jetzt einmal Frieden. Planet abtreten, Forderungen übermitteln, alles klar, gehört uns. So, zu viele Koloniesysteme. Ja, ich weiß, was soll ich machen. Scheiße, Alter. So, Sieg. Planet abtreten, sehr schön. Friedensangebot. Diese Bedingungen sind akzeptabel. Unsere Truppen werden ihre Offensivoperation sofort einstellen. Das finde ich sehr gut. Die achte Flotte lässt sich reparieren. Oh ja, bitte. Beziehungsweise... Das können die auch in Roscan machen, ganz genau. Fliegt da mal. Überhaupt kein Weg. Zum Glück. Was haben wir denn hier noch? So, die Transportflotte hier. Was? Nein. So war das gedacht.
Die können sich auch erstmal in Roscan, wenn ich es denn gerade. Achso, das sind unsere neu eroberten Systeme. Die können sich auch erstmal nach Roscan verkrümmeln. So, und da müssen wir mal gucken, wie unsere Systeme hier überhaupt aussehen. So, Frieden. So, wir haben neu dazu bekommen. Ennust auf jeden Fall. Utur. Was haben die denn? Die haben eine Kampfarena? Ja, genau, die haben so eine Arena für virtuelle Kämpfe. Sehr cool. Ich glaube, ich werde die einfach, egal was sie hier haben, in den Sektor eingliedern und dann sollen die halt selbst klarkommen. Ich werde die hier einfach an diesen Sektor angliedern. Will ich das? Will ich die an den Sektor angliedern? Hier haben wir noch richtig geile Welten, die wir besiedeln können. Wie mächtig ist denn dieser Sektor hier schon? Schauen wir doch mal. Das ist, glaube ich, hier Garkulsdorf. Okay, alles klar. Da ist er. Garkulsdorf, den geht's nicht allzu gut. Die sind auch im Moment nicht so richtig groß. So, da gucken wir mal. Aldebaran. Eine Alpinwelt. Mal gucken, wenn wir den Ranchen dazu geben, genau, dann können wir hier direkt. Ennust, was ist denn ein Pollux? Haben wir im Pollux auch einen Planeten? Nee, ich will hier auf dieses Plussi klicken. Ja, genau so. Okay, alles klar. So. Fates würde ich den gerne nicht geben. In Sulai Crow gibt es nichts. Ah, ich muss den Fates geben, ne? Kann ich jetzt halt nichts. Oder ich mache das andersrum. So. Die Gantu sollen die nämlich auch noch bekommen. So, sehr schön. Pollux, haben wir da echt? Das muss ich gerade mal gucken. Ach, Rathnards Freeship ist in Pollux. Nee, das behalten wir auf jeden Fall. Das behalten wir auf jeden Fall. So, Fates wollen wir vielleicht später nochmal besiedeln. Und da was Schönes draufbauen. Deswegen gebe ich denen mal noch nicht die Kontrolle darüber. So, minus 20 nur noch. Das sieht schon viel besser aus. Und wie geht's im Sektor jetzt? Hervorragend. Krass, geht's denn gut. So, ich denke, das sollte auch reichen. Dann kommen die damit auf jeden Fall klar. Die machen gar keinen. Die haben genug Energie für alle Zeit, also keine Ahnung. Die können sich auch was Neues bauen. So, damit hätten wir diesen Krieg auf jeden Fall gewonnen. Kümmern uns jetzt darum, dass die Flotte hier fertig wird. Die müsste gleich fertig sein. Wir sind inzwischen auch mit der vierten Flotte, war es, glaube ich, zusammengeschlossen. Und dann fliegen wir direkt nach Crackfang und vernichten die hier. Ich meine, es ist eine 11.000er Flotte, wir sind eine 17.000er Flotte. Boom, Schakalaka. So, gerade spreche ich davon, wir sind fertig repariert. Wir könnten die auch noch upgraden, aber es dauert mir jetzt ehrlich gesagt zu lange. Deswegen volle Offensivkraft. Einmal hier rüber. Und dann beginnen wir mit der Rückeroberung. Da muss ich mich gerade mal drum kümmern. Gut, dass ihr das ansprecht. Genau, um diese Transportflotten nämlich, ne? Muss ich mich kümmern. Die sammeln wir erstmal alle in Roscan. Bis wir wissen, was wir mit denen machen. Die sind schon in Grekel. Okay, Grekel ist gut. So, unsere Forschungsschiffe. Eins ist in Roscan.
Was hat denn das eingebaut? Dreier Scanner, dreier Triebwerke, sieht eigentlich ganz gut aus. Müssen wir da irgendwas verbessern am Forschungsschiff? Dann können wir das nämlich schon mal machen. Hier, du bist ein Forschungsschiff. Oh ja, bessere Scanner für ein Forschungsschiff auf jeden Fall. Klar. Hallo? So, haben wir bessere Energie? Nee, bessere Energie haben wir leider nicht. Nee, dann müssen wir euch kleinere Schilder einbauen. Ungefähr so. So, speichern und dann... Du hast einen Wissenschaftler drin, deswegen wirst du zuerst verbessert. Und du danach. Und dann bauen wir da wieder einen Wissenschaftler ein und dann können wir hier langsam anfangen, uns die ganzen Trümmer anzugucken. Die Zinnen sind uns nämlich richtig überlegen. Und das würde ich dann natürlich super gerne ausnutzen. Wenn wir die Schlacht hier gewonnen haben. Oh shit, was? Was geht denn hier ab, Alter? So, also, die wurden instant. Die Allied of Tyran Colonies mögen uns nicht. Okay. Wollen jetzt Stress machen? Wohl, machen auch die Grenzen zu. Die Shabtak machen zu. Die Verfossern machen auch zu. Und die Republic of Ananj. Also hier drüben haben wir im Prinzip alle zugemacht, ne? Jetzt natürlich die interessante Frage. Wie kriege ich meine Flotte zurück nach irgendwo? Die sind abgeschnitten. Die hängen jetzt auf alle Zeit hier fest. So ein Scheiß. Oh Mann, ja, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Ihr seid Vasallen. So kriege ich die irgendwie nach Roscan. Ich meine, das ist ja auch nicht unser Gebiet, ne? Eigentlich hätten die auch schon längst losfliegen sollen. Nee, ich komme nicht zurück in mein Gebiet. Das heißt, ich kann die Flotte nur auflösen oder halt irgendwie hier warten, bis die hier auch zumachen. Die werden zumachen. Na, bis die Immortals zumachen und dann wird meine Flotte halt automatisch transferiert. Ansonsten habe ich jetzt halt einen Scheiß. So, hier hängt nämlich auch noch eine Klonkrieger-Transportflotte mit rum. Ja, ich hoffe, dass sie immer ihre Grenzen bald zumachen. Und dann bin ich das Problem los. So, erstmal hier unten. Schlacht gewinnen. Ganz wichtig. Die Tal Akur, die Orginologs. Alle machen die Grenzen zu. Die haben Angst vor uns. Ein bisschen. Evading hostile fleet. Was geht hier ab? Achso, das ist ein Konstruktionsschiff. Ich wollte gerade sagen, von unseren Flotten dürfte da ja keine sein, ne? Das ist so eine Mini-Flotte, 68. Die müsste ich eigentlich mal erledigen, bei Gelegenheit. So, die First Fleet ist unterwegs. Ja, was soll ich machen? Um die Planeten kümmere ich mich demnächst wieder. Ich muss erstmal das mit der Energie hier irgendwie in den Griff bekommen. Da kann ich ja eigentlich schon mal ein bisschen handeln, ne, dass wir einfach 1000 Mineralien gegen 1000 Energie tauschen, vielleicht bei denen hier. Wir wollen von euch Energie haben. Wir geben euch dafür Mineralien. Minus 1000. Ach Gott, die haben selber nichts. Die haben selber nichts. Shit. Okay, bei denen hier hat es beim letzten Mal ganz gut funktioniert. Okay, die haben was. Ich gebe euch Mineralien dafür. Ungefähr in dieser Größenordnung. So, da finden wir mal raus, wo ist denn hier die Grenze? Irgendwo hier. Ach, ziemlich genau dort. So, und wie viel muss ich euch dafür tatsächlich geben? Okay, das sieht fair aus. Das hätte ich gerne. Ich
Also da haben wir hier ein bisschen Energie. Wir müssen uns da nicht sofort einen Kopf drum machen. So, und hier gibt es gleich richtig Stress. Ganz genau. So, da stelle ich das mal hier ein bisschen runter, die Zeit. So, Überraschung, Motherfucker. So, wir haben wieder Energie. Sehr gut. Wir verlieren zwar immer noch schweineviel, aber das ändert sich hoffentlich gleich. So, und dann haben die uns Crackfang hier nicht abgenommen. Die haben uns zwar den Raumhafen hier zerstört, ja. Aber... Hostile Fleet engaged. Ansonsten ist alles cool. So, jetzt nicht speichern hier. Kaputt machen, bitte. Kann ich noch dich daran? Ich kann noch dich daran. Herrlich. Tablemo! Kommt schon, Leute. Boah, das wird uns so viele Schiffe kosten einfach. Admiral erlangt Eigenschaft. Ey, doch nicht mitten im Kampf, Junge. Admiral Genghis hat bei der Reparaturbeaufsichtigung der First Fleet und... Alter, wir sind gerade mitten im Kampf. Wieso kommt das jetzt? Unschätzbare technische Fähigkeiten erlangt. Die Schadensbegrenzungstrupps unter dem Kommando des Admirals können Schiffe jetzt auch im Feld reparieren. Geil. Muss trotzdem nicht mitten im Kampf sein, finde ich. Kommt schon und vernichtet sie. 17.000, ja. Unsere Schilde sind runter. Jetzt verlieren wir Schiffe. Die haben auch Schlachtschiffe dabei. Haben wir halt nicht. Ah, wir haben die. Wir haben die sowas von. Ein Gewusel. Ein Durcheinander. So, irgendwas wurde hier vollständig repariert. Keine Ahnung was. Situation Log updated. Damn. Transportflotte 29. Ach, in YouTube. Die hatten ja vorhin den Notfallsprung gemacht. So, 9 Zerstörer haben wir verloren. 2 Korvetten. Und die haben einfach 3 Schlachtschiffe, 28 Korvetten, 24 Zerstörer und 12 Kreuzer verloren. Und die Transportschiffe holen wir uns jetzt auch noch. Ach, die sind rausgesprungen, die Transportschiffe. Alles klar, ihr Feiglinge. So, Jungs und Mädels. Ich sehe, wie das Blatt sich hier wendet. Finde ich sehr gut. So, ein Crackfang. Könnt ihr einfach mal ein Forschungsprojekt machen, Leute. Was bekommen wir denn da? Gucken wir mal nach. Boah, Neutronentorpedos. Kalter Fusionsreaktor, okay. Warp-Antrieb, Plasmatriebwerke, fortschrittliche Schilde. Ja, hey, das passt schon. So, und für das zweite Forschungsschiff brauchen wir natürlich auch einen Wissenschaftler. Entdeckungschance Anomalien, ja, ist gar nicht so wichtig im Moment. Wir nehmen den. So, und dann bekommt dieses Schiff nämlich den Auftrag in YouTube, mal ein bisschen Forschungsprojekte sich zu schnappen. So, wie geht's der First Fleet? Mittelprächtig. Aber da ich hier die Zerstörer natürlich nicht verlieren möchte, dann gebe ich dem mal den Auftrag, sich sofort zu reparieren in YouTube, aber... Dann kommt mal hierhin geflogen. Und dann können wir zum Gegenschlag ausholen, auf jeden Fall. Also das hat sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, wo die Zack Locker hin sind mit ihrer 3000er Flotte. Wahrscheinlich haben die Angst. So, Flottenstärke, erbärmlich. Ja, das wollte ich sehen. Flottenstärke, erbärmlich. Sehr schön. Die Chinor sind auch im Konflikt. Flottenstärke, erbärmlich. Und hier die Zack Locker sind auch mit drin. Flottenstärke, erbärmlich. Nice. Okay, das hat also funktioniert. Das hat sogar sehr gut funktioniert. Ups, eigentlich wollte... Ach so. Ja, die hängen jetzt hier fest, halt, die Flotten. Bis sie immer aus die Grenzen zumachen. Und wir kommen hier halt nirgendwo hin. Tada! Super gut. Selbst die hier haben die Grenzen zu uns zugemacht. Ich meine, was soll denn das?
Das stimmt mit euch nicht. Gut, heute war es das, Jungs und Mädels. Krieg erfolgreich beendet. Den anderen Krieg auch schon so gut wie entschieden. Reich ausgedehnt ordentlich. Ja, passt schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, um's dann. Ciao.